Deine Frau will nur kuscheln. Und weist deine intimen Anbahnungsversuche ab. Und das kannst du gar nicht verstehen, weil klar ist ja, du willst Sex und sie nicht. Warum denn? Und wenn wir das jetzt hier mal ein bisschen einbetten in so eine Geschichte, wie ist das denn für den Mann? Wie wäre es denn vergleichbar? Stell dir vor, du gehst irgendwo lang und dann wirst du plötzlich gebeten, in einen Raum zu gehen. Die Tür öffnet sich und du kommst vor ein Auditorium und musst irgendetwas erzählen über dich, über dein Leben, eine schwierige oder eine konfliktbelastete Situation, die du gemeistert hast. So. Und das wird natürlich nicht vielen Männern leicht fallen, weil letztendlich über eigene Gefühle zu sprechen ist ja für den Mann schwierig. So, oder darf erst erlernt werden über ein reiches Innenleben. So, und so ähnlich geht es der Frau, wenn sie von jetzt auf gleich sozusagen in die Körperlichkeit gehen soll. Das fällt ihr schwer. So, und was können wir jetzt also hier reingeben? Was ist für dich wichtig? Ja, die Frau möchte, bevor es sexuell wird, Nähe spüren. Und das erfüllt eben das Kuscheln. Und was bedeutet jetzt Kuscheln genau? Kuscheln bedeutet alle Berührungen, die eben absichtsloser Natur sind, wo es nicht darum geht, sofort in Wallung zu kommen. Und wo es einfach darum geht, dass man sich spürt. Und das erfüllt einen tiefen Wunsch nach Sicherheit und nach Geborgenheit. So. Das heißt, natürlich spielst du im Kuscheln damit, ja, mit auch erotischen Reizen und diese an der Grenze entlang zu gehen. Aber da werde ich gleich noch was dazu sagen. So. Und wenn die Frau dann in dieser Verbundenheit ist, kann sozusagen die sexuelle Energie entstehen. So, und hier ist die Kunst für dich, lieber Mann, deinen Sexualtrieb wirklich loszulassen und auf dieser Grenze zwischen Kuschel, so Geborgenheit und eben Erotik entlang zu balancieren. Und das kannst du wunderbar machen, weil da gibt es noch keine wilden Bewegungen, noch kein Stöhnen, noch nichts, sondern du kannst dann deinen Körper zurück ziehen, aus dem Kontakt gehen, vielleicht am Penis, dass der Penis nicht mehr direkt berührt und dich wieder beruhigen. So. Und der dritte Tipp ist eben, gehe ab und zu eben in diese verführerischen Bewegungen und Berührungen, wo du eben schon, ja, ihr näher kommst und wo sie merkt, ja, er ist da, er will mehr, aber ich gehe da rein und lasse sie dann wieder zappeln. Also ich gehe sozusagen nur kurz in diese Berührungen, in diese verführerischen Berührungen. Und dann lasse ich sie zappeln, auch in der Idee, dass sie dann kommen kann, dass sie also stöhnt, dass sie mir Zeichen gibt, dass sie mehr will. Und so fährst du nämlich auch auf der sicheren Seite, dass du die Frau nicht überforderst oder übergriffig bist, sondern du lässt ihr immer den Spielraum, dass sie genauso ja, mit Teil ist und eben dir auch zeigen muss, dass sie mehr will. So, also, was ist jetzt hier also das Fazit? Je mehr du sozusagen auf ihre Bedürfnisse eingehst, desto besser ist es für dich, weil dann kriegst du auch, was du willst. Wenn du immer dagegen gehst und ihr nie dieses Kuschelbedürfnis erfüllst, tja, dann, lieber Mann, wird's wohl nichts mit dem geilen Sex. So, und falls du in einer langjährigen Beziehung bist, wo dieses Kuschelgespräch, Kuschelgerangel schon länger wirkt, und du überhaupt gar keine Ahnung hast, weil du kuscheln geht vielleicht gar nicht mehr, ihr steht vielleicht schon mit gewetzten Messern gegenüber. Keine Ahnung, kann ich dir sagen, tu was, ändere was und komm gerne ins Gespräch mit mir. Ich habe hier eine kostenlose Sprechstunde. Jeden Wochentag steht die zur Verfügung. Und ich spreche seit 5 Jahren mit Männern darüber, wie sie hier ihre Partnerin besser verstehen und eben besserer Liebespartner werden. Und zwar vor allem zugunsten von dir selbst, weil wir Frauen, wir wollen, dass der Mann sich wohlfühlt, dass der Mann sein Ding macht, dass er stark ist und dass er einfach für sich geht und steht. Und klar, jetzt im Sinne der, ja, der Familie sozusagen, der Partnerschaft, also ja, Wünsche der Frau eben auch berücksichtigt. Aber das geht eben nur, wenn du für dich wohlfühlst und mit dir dich gut fühlst und deine Dinge tust. So,
Und daran arbeite ich. Und die Männer, die das hier umsetzen, die in die Umsetzung kommen, die haben auch mega Ergebnisse. Du kannst hier auch gerne mal auf meiner Webseite, die steht ja auch in der Infobox, schauen. Da haben jede Menge Männer mir Interviews gegeben, Erfolgsinterviews nach dem Coaching. Und es gibt auch jede Menge Proven Expert Rückmeldungen. Deswegen schau dich mal um und dann lass uns gerne sprechen. Ganz herzliche Grüße, deine Jenny.